sagt er nö. Vielleicht fehlt ihm noch immer irgendwas. Eigentlich müsste ich doch alles haben, oder? Ich meine, das Ding ist, sobald ich halt schließe, Entschuldigung, sobald ich hier draufklicke, sagt er halt, oh, ich kann die auch nicht irgendwie super nutzen oder so. F10 Use piece of rope mit brennendem Feuer. Braucht das vielleicht noch später? Kann ich vielleicht mit dem Feuer reden? Kann ich das Feuer öffnen? Kann's öffnen? Aber das ist heiß. Gut, dass wir darüber geredet haben. Use Red Hot Fire. Er sagt halt immer direkt, oh, das ist heiß, ne? Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert. Ich kann halt nicht irgendwie use und dann irgendwas anderes machen. Push, pull, talk to, close, open, give. Ich bin doof, Chat, hilf mal. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Weil mehr als, ich habe ja nur die 6 Möglichkeiten, 6 sagt er, wow, er kann nicht mal bis 9 zählen, uff. Ich habe ja nur diese Möglichkeiten, ich kann, oder muss ich vielleicht, das Ding ist, so, wenn ich use minutes mache, use map, das ist use node, that doesn't seem to work. Oder fehlt mir noch wirklich etwas? Ei, okay. Einfach alles mal ausprobieren. Ja, das ist quasi jetzt meine Idee, die ich noch hab. Einfach alles ausprobieren. So, okay. Ich hab ein T-Shirt verbrannt. Egal. Oh Gott. I don't see anything special about it. Whoa! Yay! Was war denn das jetzt hier? Bother to say hello. I've only been waiting 20 years to talk to somebody civilized. I don't mind. Fine. By the way, you might want to think about putting out that fire. Someone could be hurt. Jo, ignorieren wir das mal. So. Gut. Ich bin ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass ich ein T-Shirt verbrennen sollte. Aber gut.
Die Grundidee, dass ich irgendwas verbrennen sollte, war ja schon mal gut. Wir haben einiges an Stuff verloren übrigens. Mit der, mit dem hinübergeschossen werden. Zum Beispiel haben wir unsere Feder verloren. Gut. Nee, untersuchen wir mal die Banane. It's yellow. Sehr gut. It doesn't seem to open. Ich wollte sie nicht, Du kannst die Banane öffnen, Guybrush, bitte. Nimm. So, was haben wir hier mit dem Stück Papier? Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Haben Sie gerade Kannibalen gesagt? I better leave it here. Okay, ich darf das... Oh, ich wollte das... Solange du keine Bücher verbrennst. Ich habe es eigentlich auch schon versucht, Bücher zu verbrennen, um ehrlich zu sein. Aber... Nun denn, gut, gehen wir... Haben wir noch irgendwas? Wir haben hier einen Baum. Those are some luscious-looking bananas. Kann ich den ziehen? Okay, ich kann den nicht bewegen. Dann gehen wir mal in den Dschungel hinein. Oh, Jesus Christ, das ist nämlich... Das ist ein Affe. Say what? Schande. Komm, es waren nur irgendwelche Pamphleten. So, ich habe hier Spalte, Spalte, Spalte. Boote, Boote, Boote. Komme ich hier... Wo komme ich hier entlang? Kann ich hier irgendwie rüber? Oh, wow, die Karte hat gerade gelaggt. Warum ist jetzt hier ein Dauervogel? Komme ich da hin? Ja, komme ich. Jesus Christ, geh mal bitte weg, ihr Vögel. Kannst du schnell bewegen? Oh Gott, du bist so langsam. Okay, ich wollte gerade Leertaste drücken in der Hoffnung, dass ich das irgendwie schneller machen kann, aber nope. So, also das hier ist Monkey-Yland, wo wir jetzt hier sind. Sehr schön. So, das ist, ich stehe nicht da, aber wegen meiner... So, ausgetrocknetes Flussbeet. Gehen wir mal zum ausgetrockneten Flussbett. Oder auch nicht. Weil ich da nicht hin kann. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter mit den so. Okay, ja, den nördlichen Part haben wir noch nicht so richtig. Oh, das ist eine Dichtung. Auf den nördlichen Part haben wir noch keinen Zugriff. Kann ich in den Strand hier rein? Das ist ein Geier. Das ist eine Flasche. There's a message in it. It's a memo. It's printed on letterhead. To Herman Toothrot. From Yammer, Hem and Haw, attorneys at law. Regarding suit against cannibal tribe over malicious tossing of your oars into a chasm. I think we have a case here. We can probably soak them for emotional distress and possibly punitive damages as well. Sounds like legalese. I don't think I can translate the rest. Klingt wie Gerichtsdeutsch. Look at that fabulous ship out there. Did you come in that? You're braver than you look. Actually, it looks a lot like a ship I used to own. Haben wir aus Ende nicht gelernt, dass sie nur fliegen, wenn sie etwas Totes bzw. Sterbendes entdecken? Ja. Das sah nichts Gutes für mich aus. Ich bin von einem Kerl namens Dan reingelegt worden. Was soll das heißen? Tapferer als ich dachte. Lassen Sie mich allein. Bitte. Ich wurde reingelegt von Stan. I got taken by a guy named Stan. I'm afraid I must be going now. Pressing business, you know. Okay. Darf ich die Flasche mitnehmen? Boop, boop. It's a gross old bottle. I don't want it. Okay, Diva. So, das ist Dschungel, 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 Dschungel. Krebsschatten. So, gehen wir mal hier zu... Haben wir hier noch irgendwas? Nee, dann gehen wir mal hier in die Lichtung hinein. Private Property, okay. Private Property. Worshipping is permitted, but please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Okay. Das sind ein paar Köpfe. Reden wir mit der Leiche. Oh Gott. Shishka Joe.
Yipes. Yip. Shish Galeri. God damn it. Okay, das ist hier. Wow. Kann ich das irgendwie. Geh zur Nase. Und das. Wow. Okay, das ist. Oh, ein Totempfahl. The artist carved his name on it. Made by Red Skull. Hm. Warte, wenn ich jetzt einmal ganz kurz F10 drücke. Not bad. Not bad. Ich finde es ja so ein bisschen. Ich bin ja im Allgemeinen kein so großer Freund von diesem komischen, weird Remake, das hier gemacht wurde. Einfach weil die Grafik zu Teilen ganz komisch ausschaut. Und das hier ist, finde ich, jetzt auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass die Grafik eher so meh ist. Na, ich meine, jetzt hat man die Möglichkeit gehabt, dass man quasi alle Ecken rund macht und sowas, ne, und dass es halbwegs okay ausschaut. Und dann hat man gesagt, wir nehmen das originale Acid und machen die Kanten ein bisschen glatter. So, aber es sind halt noch immer diese, genau diese gleichen, ne. Man sieht quasi, wo die Pixel einfach nur ein bisschen größer gemacht wurden. Und gesagt wurde, nein, das ist doch okay. Hm. Müssen Studenten gewesen sein. Ah, die Studenten können sich nicht die Klamotten leisten. So, was haben wir hier drauf? So, hier kommen wir noch nicht hin. Gut, ich weiß auch, was ich hier tun müsste, theoretisch. Praktisch weiß ich nicht ganz genau, wie ich da hinkomme, aber das ist eine Frage, die wir uns jetzt im Nachhinein noch stellen können. So, Strand haben wir jetzt schon. Kann ich hier zum ausgetrockneten Flussbett jetzt gehen? Bitte. Hier ist ein Teich. Aha, oh. He doesn't look good. This is an old friend of mine, the one I sailed here with. He's lost weight. Never looked better. Lassen Sie mich allein, bitte. Er sieht ziemlich über. Was ist mit ihm passiert? What happened to him? Oh, nasty accident. He was trying to put up a swing. Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Listen to this guy. Am I some kind of castaway? Mit ich dachte, Insel wäre unbewohnt. Wer sind Sie? Mit wem reden Sie da? Ich glaube, ich gehe besser. Mit wem reden Sie? Who are you talking to? Why, the people watching, of course. Sure. My name's Toothrot. Herman Toothrot. I live here. Well, not right here. In the fort on the volcano. Were you stranded? You think I stay here for my health? Oh boy! Guck mal, Herman Toothrot ist nett zu euch. Oh, hier ist eine Notiz. Untersuchen wir die auch mal. To the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island Cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Okay, also wissen wir, dass Elaine in dem riesigen Affenschädel ist. Gibt es hier sonst noch irgendwas, was ich tun kann? Ich glaube nicht. Ich kann höchstens... Warte, hängende Leiche? Seil. Hier, ach, der hat noch ein Seil. Kann ich das nehmen? I don't see anything special about it. Dann nimm's. That doesn't seem to work. Oder auch nicht. Gut, dass wir das geklärt haben. Das Seil kommt. Klammern die Hefte auf ihn werfen, vielleicht lässt er das Seil fallen. Okay, vielleicht können wir mit ihm reden. Oh, wir können nicht mit der hängenden Leiche reden. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. So, hier ist eine Flussgabelung. Gehen wir mal dort ran. Boy, it sure is hot here. Da ist ein Fels. Da ist ein Fels.
Schön, dass du Augen hast. Ich wollte sagen, dass nur Nitiz auf dem Hals. I'm no geologist, but judging by these conchoidal fractures, I'd say this is a piece of flint. Dann nimm den Fels. I'll check out this note while I'm at it. To the Monkey Island Cannibals. I don't mind you worshipping in front of the sacred monkey idol, which doubles as my home and secret base of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Ich finde es niedlich, dass sie sich hier lauter Sachen geschrieben haben. Gehe zu Dam. Achso, das ist ein Damm. Oh, untersuchen. Wir sehen nichts Besonderes an dem Damm. Soll ich verdammt sein? Oh! Vizemeister. Weg in den Dschungel. Ich geh mal zu Weg in den Dschungel. Sorry, haben wir da irgendwann das Geschenk bestellt. Habe ich was verpasst? Nicht allzu viel. Nicht allzu viel. Alles gut. Du, das ist eine Plattform. Wir sind vom Schiff runter. Sind jetzt seit ein paar Minuten hier unterwegs. Er geht 5 Meter auf 5 Meter ran, weißt du, für 10 Minuten. Das ist nichts Besonderes. Hier ist nur ein Cheat. To the Monkey Island Cannibals. Please stop moving this. It is delicately balanced. Herman Toothrot. Sollen wir die Balance zerstören? Komm, wir zerstören die Balance. Aber vorher speichere ich mal, bevor ich auszusehen irgendwie Blödsinn mache. Wir sind jetzt übrigens wir sind jetzt bei 58%. Also wir sind jetzt von 35 auf 58 hoch. Gehe zu primitives Kunstwerk. Untersuche. It's either an incisive representation of the futility of man, or it's a log in a couple of rocks. Kann ich das nutzen? Use? That doesn't seem to work. Oh. It's either an incisive representation of the futility of man. Nein, du brauchst es nicht wieder. Ziehe? Ist das so richtig? That doesn't seem to work. Ich bin mir gerade unsicher. So kann ich mich That jetzt... seem to work. Das klappt nicht. Schiebe? Schiebe? It won't go further. Weiter geht es nicht. Dann probieren wir es jetzt mal aus, ob ich mich draufstellen darf. That doesn't seem to work. Okay. Gut, das ist wieder dieses klassische... Oh, ich bin mir unsicher, wie genau das funktioniert hat. Das wollte ich auch nicht. Kannst du bitte... Halt! Ah, okay. So. Muss ich das ziehen? Ja, du ziehst. It won't go further. Schiebe? It won't go further. Muss ich das in die andere Richtung jetzt, also quasi statt schieben, ziehen? Da, zieh. Was? Zieh. Zieh. Nein! Nein! Achso, ach, weiter als das geht es nicht. Ah, okay. Ich verstehe. Ich tue verstehen tun. Moin, Mr. McBlah. Na, was geht ab bei dir? Oh. Untersuchen wir mal den Felsbrocken hier. Was passiert, wenn ich da mal drauf gegen drehe? Someone put this here on purpose. I never get tired of this view, even if I have been looking at it for 20 years now. Even if it is the only view on the island. Ja, die Aussicht ist wirklich schön, ne? Schön hier. Yes, it is a nice view. Wie sind Sie hier gestrandet? Ich bin geheimwatch, ich möchte ihn mehr retten. Entschuldigen Sie, ich habe was ist mit Ihren Hosen passiert? Das ist eine gute Frage. What happened to your pants? What pants? Okay.
Das war mehr Info, als ich jemals hören wollte über Herman Toothrot. But es ist jetzt nun so passiert. Wie sind Sie hier gestrandet? How did you get stranded here? Well, I sailed here with a friend of mine 20 years ago. We hoped to discover the secret of Monkey Island, but my friend met with a horrifying and tragic accident, which claimed his life. And I couldn't sail the ship back by myself. I trained a bunch of chimps to crew the ship and sail it back to Melee Island. They were supposed to get help and come back for me. Something must have happened. How come you didn't just go with the chimps? Weeks on a boat full of monkeys. Oh, joy! Ich merke Sarkasmus. Bin mit 6 Ohren gerade und hab schon ein bisschen versucht, ein Shiny zu bekommen. Hab schon Tentacher. Ja, nice, Melly. GZ dann dazu? Pokémon-Trainerin hier. Jo, Sie sind hier ganz allein? You're the only one on the island? I'm the only civilized person on the island. There's a native tribe of hunter-gatherers. Well, head hunter-gatherers, actually. But I don't talk to them. They are cannibals, but they're not dangerous. Unless you lend them something. Haben Sie den Kannibalen was geliehen? Did you lend something to the cannibals? I lent my banana picker to them, and they never gave it back. As collateral, they gave me this enormous cotton swab. It opens the big monkey head idol they worship. Not like I ever need to go into the monkey head, but if they want it back, I've got to have my picker first. It's a matter of pride, you know? Geben Sie mir doch einfach den Schlüssel zum Kopf. Why don't you just give me the key to the monkey head? No, I needed to get back my banana picker. Ich habe von Flo ein schlechtes Vulpix und ein gutes Alola-Vulpix bekommen. Wie lieb Flo doch ist. Das macht echt so viel Spaß, man hat echt mal Bock, den Pokédex zu vervollständigen. Ich meine, der Pokédex sind auch in diesem Fall nur 150 Pokémon, soweit ich das mitbekommen habe. Also es ergibt Sinn, dass man lieber 150 statt, keine Ahnung wie viele wir jetzt haben, fangen möchte. Ich möchte jemanden retten, denn ich bin Guybrush Peepwood. I'm Guybrush. I'm here to rescue someone. Well, here I am. Glad you came to rescue me. Though you might have been a bit earlier. The fine on that overdue library book should be pretty big by now. Let's go! That's not exactly what I meant. I sailed here in pursuit of the governor of Melee Island, who's been kidnapped by a ghost. Oh, fine. Don't rescue me. I like it here. The rain on my head, the wind at my back, the bugs on my plate. Well, perhaps I could take you back too. But I've got to rescue the governor first. I think she's on that ghost ship underground. Oh, okay. I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? Ja, ich habe ein dringendes Geschäft. Excuse me, I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. So. Jetzt, ach oh Gott, jetzt steht er da schon. Ich wollte eigentlich gerade speichern. So, tun wir mal so, als könnte ich spielen. Ich möchte was ausprobieren. So, nicht Ziel, sondern S. Schiebe. Okay, das ist nicht ganz richtig. Was wir nämlich machen möchten. Hier ist nur eine Notiz. Mr. Toothrot, please remove this dangerous object. Lemonhead knocked a rock onto it from the cliff above and nearly injured someone who was putting up a swing on the banana tree on the south beach. The cannibals. Genau darum. So, ich. So, mach einmal so. Wir wollen nämlich. Kann ich da hochgehen? Wir wollen nämlich diesen Baum da treffen. So.
eigentlich. Achso, ich glaube, ich bin nicht fertig. Ich versuche was. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist ein Easter Egg, was halt schon ewig her ist. Spotted, vielen lieben Dank für dein Follow. Vielen lieben Dank. So, dementsprechend, wir gehen mal hier hin. Ich glaube, das funktioniert noch so. Genau. Oh nein, diesmal hast du es wirklich in den Sand gesetzt. Am besten du versuchst es gleich nochmal. Hoffentlich hattest du das Spiel abgespeichert. So, ich würde das ganz gerne auch nochmal in der alten Pixel-Version sehen. Entschuldigung. Genau, das ist ein... Upsa. Habe ich hier nicht irgendwo... Dich hier? Ich nehme mal dich. Ja. Genau. Das ist so ein bisschen so ein Seitenhieb. Pixel-Gesicht, du. an die ganzen alten Adventures. In denen das halt, ne, Point-and-Click-Adventures und sowas, halt den ganzen alten Videospielen, die künstlich ein bisschen in die Länge gezogen wurden, dadurch, dass man halt den Charakter sterben lässt, ne, irgendwie ganz blöd, ne, an irgendwelchen ganz gemeinen Stellen und sowas. Ne, und LucasArts ist ja relativ berühmt oder bekannt dafür geworden, dass keine der Charaktere oder dass man in keinem der Spiele so wirklich stirbt. Ich glaube, die einzige Ausnahme, wo man nicht aktiv was tun muss, damit man stirbt, ist Maniac Mansion. Ich glaube, das ist die einzige Ausnahme von all denen. Na, aber hier in Secret of Monkey Island zum Beispiel, da muss man 10 Minuten unter Wasser sein, dann ertrinkt Guybrush. So. Ne, und so schaut es dann quasi auf der, in der alten Grafik aus. I know, you've really screwed up this time. Guess you'll have to start over. Hope you save the game. Gut. Rubber Tree. Um das einmal gezeigt zu haben. In der Version ist natürlich noch viel offensichtlicher, was man treffen muss. Man bekommt eine Notiz. Ich bin mir unsicher, ob die jetzt reingepackt wurde für Dovis. I don't see anything special about it. I can't move it. Ich kann es nicht bewegen. I can't move it. Kann es nicht bewegen. Habe ich jetzt das mit dem Felshaufen? Kann ich dich benutzen? Ich glaube, ich... Warte. It says, I beat the Nein, Entschuldigung. Was? Ich komme mit der Steuerung durcheinander. Der Stein ist nicht neu. Habe ich was falsch gemacht? Ich kann weder schieben noch drücken. Kann es mir angucken. Nichts Besonderes. Was waren die anderen Shortcuts? Warte, ich drücke einfach F10. So. Das mit den Shortcuts ist doch blöd. Achso, ich kann hier. Genau, ich kann einen Stein einfach aufnehmen. So. Pickup war's. So. Dann kann ich den hier einmal schieben. Und wupp. Wow. Looked like it hit the big banana tree on the beach. Ich hab den großen Bananenbaum am Strand getroffen. Incredible. Chancen sind sicher 1:1,000,000. Ich würde ganz gerne nochmal. Achso, warte, ich glaube, so. Man kann noch eine andere Sache machen. Ich muss kurz austesten, wie genau das funktionierte. Ich glaube, ich mache einfach mal so. So, es geht nicht mehr weiter.